Damit ein Haus einmal so aussieht, braucht es viele fleißige Hände, wie die Mitarbeiter der Kaufbeurer Baufirma Dobler. Wie in allen anderen Handwerksbetrieben geht es auch hier nicht ohne Fachkräfte mit dem richtigen Know-how. Dass es die Fachkräfte auch in Zukunft gibt, darum kümmert man sich aber hier schon jetzt. Dobler beschäftigt von 850 Mitarbeitern etwa 100 Lehrlinge. Doch durch den demografischen Wandel droht auch hier der Nachwuchs wegzubrechen. Denn auch bei den Kaufbeurern mangelt es an Auszubildenden. Der Fachkräftemangel fängt bei uns oder fängt in der Regel sowieso mit der Lehrlinge an. Und man sieht es, die geburtensprachen Jahre kommen. Mittlerweile kommen ja auch viele andere Branchen, die früher vielleicht jetzt die Realschüler das Mindeste waren, die kommen jetzt auch in die Hauptschulen rein. Also der Kampf wird mit Sicherheit hart. Wir können es im Grunde nur immer machen mit unserem, wie wir ausbilden. Wir präsentieren halt den Eltern, das ist immer der Grund, die Eltern müssen mitwissen, was los ist. Einfach wie wir in der Firma aufgestellt sind, wie wir Ausbildung betreiben. Und haben in der Winterausbildung, also bei uns gibt es 12 Monate Ausbildungszeit. Wir haben in der Winter keine Flaute drin, wo wir sagen, jetzt müsst ihr daheim bleiben. Aber nicht nur der demografische Wandel ist für den befürchteten Fachkräftemangel verantwortlich. Das angekratzte Image des Handwerks tut das Seine dazu. Wegen scheinbar fehlender Aufstiegsperspektiven sehen viele Schulabgänger ihre Zukunft oft in anderen Branchen. Deshalb muss sich auch die Handwerkskammer in Schwaben die Frage stellen, ob sie in der Vergangenheit etwas versäumt hat. Ja, absolut. Also hier kann man ganz klar sagen, hier haben wir großen Nachholbedarf gegenüber der Industrie. Hier müssen wir ganz einfach unsere Berufe zeigen, noch näher bringen, Praktiken anbieten, dass die Leute zu uns kommen und sehen, wie sich das Handwerk entwickelt hat. Hier sind wir nämlich auf einem sehr, sehr guten Weg und wir bieten vieles, das man nicht mit dem Handwerk verbinden kann, aber das wir schon lange, lange haben. Und die Eingebundenheit in einem Handwerksbetrieb, auch sowas sollte wieder zählen. Und dass wir natürlich eine Konstanz haben, haben wir ja bei der sogenannten Wirtschaftskrise bewiesen. Wir hatten fast keine Ausstellungen bei den Betrieben und bilden nach wie vor in gleicher hoher Anzahl aus. Deshalb suchen nach einer Umfrage der HWK vom April rund 25% der Betriebe nach Fachkräften. In den meisten Fällen fehlen dort die Handwerksgesellen. Experten erwarten, dass viele Unternehmen in Zukunft diese Lücke nur noch mit qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland schließen können. Was gegen den Fachkräftemangel zu tun ist, da hat Hans-Peter Rauch, Vizepräsident der Handwerkskammer für Schwaben, eine klare Vorstellung. Wir müssen raus zu den Leuten, wir müssen den Leuten einfach zeigen, wie vielfältig, wie sicher das Handwerk ist. Wir müssen den Leuten auch die Angst abnehmen, wenn man Handwerker wird, endet irgendwo der Weg. Das stimmt überhaupt nicht. Man kann wirklich jetzt sogar an der Fachhochschule dann studieren. Wir bieten jetzt ab dem Herbst bieten wir sogar einen Studiengang neben dem Beruf an. Und hier sind es natürlich verschiedene Faktoren. Wir müssen schauen, dass wir auch zum Beispiel junge Mütter danach wieder in unsere Betriebe integrieren. Hier haben wir noch einen Nachholbedarf. Wir müssen uns überlegen, wie können wir junge Familien bei uns in den Handwerksberufen halten. Die Firma Dobler setzt bei dem Thema vor allem auf Information. In Schulen und auf Messen versuchen sie, dem möglichen Nachwuchs Ausbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen im Handwerk aufzuzeigen. Denn nach der Karriere vom Lehrling zum Polier muss noch lange nicht Schluss sein.